sind so gut wie bereit und so sieht die.
Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihm aufgelegt. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen richtig werden. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Es war ein unglaublicher Grand Prix und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Der Fahrer des Tages ist heute für mich Rio Haryanto. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war heute wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft.